Ich bin Baumörder, ich sollte doch auch erschossen werden, wie die Rehe, die ich selbst erlege. Ja, kurz zusammengefasst, so schauen einige kritische Kommentare aus auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg, die Rehe zu füttern, jetzt hier in diesem Winter Wonderland, wenn man so haben will. Und ich wünsche dir frohe Weihnachten gleich vorweg, heute am 25. Dezember. Ja, ich hoffe, nicht nur die Kanalzuseher schauen sich das an. Also wenn du wirklich jetzt mir gegenüber kritisch eingestellt bist, bitte höre das an. Ich habe verschiedene Gedanken und Überlegungen in diesem Spannungsfeld YouTube, Social Media, Waldnutzung, gesellschaftliche Entwicklung, Jagd. Ja, wie ein Kollege von mir sagt, ist ein bisschen so ein Wurstsalat an Meinungen meinerseits. Es häufen sich die Kommentare, dass offensichtlich eine breite Masse unserer Gesellschaft nicht mehr verstehen können, warum man die Natur nutzt, warum man Bäume fällt, warum man Tiere jagt. Und das macht mich wirklich, wirklich betroffen. Verunglimpfungen als Mörder, als naturverachtende Person sind fast an der Tagesordnung leider. Und mir fällt es zunehmend schwer, damit umzugehen. Besonders alte Bäume offensichtlich gibt es wirklich ein großes Problem, wenn diese gefällt werden. Hinter mir zum Beispiel diese Tanne, diese große, versteht mich nicht falsch, ich trete denen mit größtem Respekt gegenüber, aber Zeit zum Wachsen, Zeit zum Ernten. Wir brauchen die Natur dringend zum Leben. Nicht nur sie zu konservieren, ich denke, das ist falsch verstanden, mit Samthandschuhen darum zu gehen, sie einzuzäunen und sie nicht zu nutzen. Wenn wir es nicht machen, machen es andere. Und ich bin mir sicher, ein Großteil auf dieser Erde ist die Natur mehr oder weniger egal. Schauen wir doch auf dieses von Fritz Meinecke, das Format Seven versus Wild. Das ist abartig, wie viel Plastikmüll dort ist. Das heißt, große Mengen werden dort einfach ins Meer gekippt. Genauso in meiner Wahrnehmung wird dort auch mit Wäldern umgegangen. Und in dem Moment, wo wir unsere Wälder, wo ich jetzt stehe, nicht mehr nutzen, werden wir dieses Problem auslagern in andere Regionen, wo wir selbst keinen Einfluss haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir brauchen Holz, wir brauchen Baustoffe. Wo ist die Option? Vielleicht bist du sehr kritisch der Holznutzung gegenüber. Überleg, wo du wohnst. Auf diese kritischen Kommentare antworte ich meist mit: Es ist nachhaltiger Baustoff, CO2-neutral. Wohnst du in einer Höhle? Wohnst du in einer Wohnung aus Beton? Sieh dir da mal die CO2-Bilanz an. Wir brauchen auch Beton, natürlich. Aber ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist noch immer das Beste diesbezüglich verbautes Holz. Schau dir deine Möbel an. Holz ist hochwertig, aber es muss auch wachsen. Und es muss dann auch gefällt werden, geerntet werden. Der wesentliche Unterschied ist die nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Begriff Nachhaltigkeit wurde eigentlich in der Forstwirtschaft erfunden. Zum Beispiel steht dieser schon im Forstgesetz im ersten Paragraph bei uns in Österreich. Er wurde eigentlich belehnt von vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Ich würde sagen, es beschreibt die Enkeltauglichkeit und wir bemühen uns stets, in der Forstwirtschaft diese Enkeltauglichkeit einzuhalten. Das heißt, unsere Enkel können mit dem weiterarbeiten,
das wir auch vorgefunden haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch Probleme, auch in unserer mitteleuropäischen Forstwirtschaft, die, glaube ich, seinesgleichen sucht auf dieser Welt, gibt es Probleme. Zum Beispiel in die 60er, 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde etabliert die Fichtenreinertragslehre. Sie ist verankert in den Köpfen vieler Waldbesitzer. Es war Lehrmeinung und es ist jahrzehntelang eigentlich sehr gut gegangen. Nur jetzt reglementiert diese Fichtenreinertragslehre der Klimawandel. Der Klimawandel, wo jeder dazu beiträgt. Auch du. Nützt du Online-Medien? Speicherplätze brauchen sehr, sehr viel Energie. Ich denke, mein YouTube-Kanal, diese vielen Gigabyte, die ich schon hochgeladen habe, fressen bei irgendwelchen großen Speicher Unmengen an Strom. Mobilität. Fährst du mit dem Auto? Was isst du? Das ist dein eigenes Feld. Was isst du? Ich bin auch Jäger. Ich schieße auch wild und esse dies. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein sehr nachhaltiger Weg ist, das zu machen. Hüte dich vor Medien. Ich bin da mittendrin. Ich weiß, wie sehr, dass man das steuern kann. Und ich weiß, wie sehr wir meinungsbildend sind. Das ist auch ein großer Grund, warum ich das mache mit diesem YouTube-Kanal. Aber zurück nochmal zur Holznutzung. Ich denke, es ist unumgänglich, dieses Holz zu verbauen. Es hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte CO2 gespeichert, die nachher in unseren Objekten, was wir machen, eingebaut sind. Selbst es zu verbrennen, ist natürlich hervorragend, denn es ist kurzfristig gespeichert. Die Bäume binden CO2, bei der Verbrennung wird es wieder frei. Lassen wir dieses Holz verfaulen, emittieren wir genauso viel CO2. Natürlich ist mir klar, dass naturnahe Wälder bzw. Urwälder mehr CO2 speichern, weil mehr Biomasse auf der Fläche ist. Nichtsdestotrotz, wie anfangs schon erwähnt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir aber diese Ressource nützen. Und wir müssen uns vor einem Begriff verabschieden. Das ist eigentlich die Natur. Wir leben, wir können es einsehen oder nicht, in einer Kulturlandschaft. Alles, was wir rundum sehen, rund um uns und rund um unsere Häuser, bei jedem Spaziergang, ist Kulturlandschaft. Und in dieser Kulturlandschaft gibt es Menschen, die diese nutzen, und das sind wir alle. Nicht nur der Waldbesitzer, nicht nur der Jäger, sondern auch du. Du, wo du dir Möbel kaufst, ich hoffe aus Holz und nicht aus Kunststoff. Du, wo du vielleicht in einer Wohnung lebst, wo der Dachstuhl aus Holz ist. Du, wo du vielleicht sogar in einem Holzhaus wohnst, möglicherweise gibt es sogar jetzt schon Wohnungen in mehrgeschossigen Holzbauten, finde ich genial. So bist auch du Nutzer und somit auch die ganze Gesellschaft. Nicht vergessen, dass es, ich glaube, eine sehr weise Vorgehensweise ist. In dieser Kulturlandschaft sind natürlich viele Menschen eingebunden, die mit dem ursächlich umgehen. Es wäre unfair und wirklich verletzend, diese Menschen, die dort ihr Bestmögliches geben, zu verunglimpfen, die im Endeffekt die vorgelagerte Arbeit machen für die Gesellschaft. Und man kann es einsehen oder nicht. Wir sind Raubtiere. Wir sind die größten oder gefährlichsten Raubtiere dieses Planeten. Wir haben keine langen Krangeln, wir haben keine scharfen Zähne. Doch wir sind, man kann es einsehen oder nicht, Raubtiere. Und was macht es für einen Unterschied, ob ich in der Wohnung eine Pflanze nicht ordentlich pflege und sie wird kaputt? Oder was macht es für einen Unterschied, auf dem Gehsteig Gras auszureißen, das aus der Ritze wächst, und es zu vernichten, mit dem einen Baum zu fällen,
und ihn zu nutzen. Ist vielleicht überspitzt dargestellt, beides ist eine Pflanze. Was macht es für einen Unterschied, eine Maus mit der Mausfalle zu fangen oder verschiedene Insekten, Moskitos, Mücken zu erschlagen oder ein Reh zu erlegen und zu essen? Wo sie in der Evolution stehen, das will ich jetzt nicht bewerten. Doch wir nutzen die Natur. Und selbst sich von Getreide und Soja zu ernähren, zerstört Keimlinge. In Keimlingen brütet bzw. Wartet das Leben auf seine Chance. Wir nützen die Natur. Ohne dem wird es nicht gehen. Auch wenn in Labors die Forschung sehr schnell um sich greift, synthetische Lebensmittel zu erstellen, wahrscheinlich sehr oft aus Pilzen oder aus Bakterien, nützen wir auch diese und beenden somit auch deren Leben. Wen steht es zu, Leben zu bewerten? Aber bitte nicht falsch verstehen. Nicht alles läuft rund. Wir müssen dem Leben Möglichkeit geben, somit auch seltenen Arten die Möglichkeit geben, zu leben. Wir haben schon viele Arten verdrängt, manche ganz bewusst, manche unbewusst. Und wir schaffen es sicher, in unserer entwickelten Gesellschaft hier Nischen anzubieten, damit so manche wieder zurückkehren können. Nichtsdestotrotz wird nicht jede Platz finden. Nichtsdestotrotz ist im speziellen Österreich erschlossen von der Tiefebene bis ins Hochgebirge, ob es einem gefällt oder nicht. Wir alle sind Teil dieses Systems. Ich sehe nichts Verwerfliches daran, hohe Holzqualitäten zu produzieren, große Bäume zu nutzen und sie der Gesellschaft als Werkstoff zur Verfügung zu stellen. Wo kommt es denn sonst hin her? Wo kommt es sonst her? Wo ist die Option? Wollen wir wirklich dieses Holz importieren? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Es gibt natürlich in Einzelfällen Bäume, die man im Bestand belassen soll. Als Habitatbäume. Oft ist der ökologische Wert viel größer als der wirtschaftliche. Da bin ich natürlich der Meinung jedes Kritikers. Wir müssen auch biodiverser werden. Wir müssen mehr Struktur in den Wald bringen. Wir brauchen dringend verschiedene Baumarten. Wenn wir jetzt nicht steuern, ich bin davon überzeugt, der Klimawandel wird es für uns übernehmen. Bis zum Jahrhundertwechsel sind sich die meisten Experten einig, plus 4 Grad ist so die Richtschnur, wo es hingehen wird, wahrscheinlich sogar etwas mehr. Und das ist wirklich bedrohlich. Also da kommt ein Tsunami auf uns zu und wir versuchen mit dem irgendwie umzugehen. Nur Wälder ungenutzt lassen, sie außer Nutzung zu stellen, ich glaube nicht, dass das die richtige Möglichkeit ist. Natürlich, wir müssen Trittsteine bieten dem Leben, dass nicht seltene Arten aussterben. Es gibt Gebiete, wo eine Holznutzung wahrscheinlich gerade halt rentabel ist oder vielleicht sogar nicht. Ich denke hier gerade im Bergengebiet an Kalkstandorte, wo es relativ schlecht wächst, irgendwo unerschlossene Gebiete, wo noch keine Forststraße hingeht. Wir müssen nicht jeden letzten Graben erschließen, denke ich. Es gibt nasse Stellen, wo ohnehin nur nicht gewinnbringende Baumarten wachsen werden, wahrscheinlich. Ich bin davon überzeugt, auch solche Rückzugsgebiete müssen wir, für die müssen wir Platz finden. Doch ich wiederhole mich, nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Wie soll man mit solchen Kommentaren umgehen? Verletzende Kommentare, diese Zuseher werden von mir sofort ausgeblendet. Also ich versuche sie nicht einmal ganz zu lesen.
Doch es ist für mich zunehmend ein Problem. Die kritischen Stimmen häufen sich, wahrscheinlich auch durch die Breite. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile wirklich einen ganz guten Erfolg, mehr als ich je gedacht hätte. Mehr Menschen, mehr Meinungen. Jeder kann natürlich seine Meinung kundtun. Doch verletzende Kommentare sind natürlich schon immer mehr ein Problem für mich. Wie würdest du mit dem umgehen? Kannst du mir das in die Kommentare schreiben? Was soll man darauf antworten? Soll man überhaupt antworten? Meine Strategie mit den Nutzerlöschen ist vielleicht eh nicht so schlecht. Ich weiß nicht. So, und mit diesem weihnachtlichen Hintergrund möchte ich dir viel Gesundheit wünschen. Ein braves Christkind. Bei uns in Österreich kommt das Christkind, nicht der Weihnachtsmann. Bleib mir treu und bitte verzeih, wenn meine Titel und Titelbilder vielleicht ein naturverachtendes Handeln suggerieren. Das ist vielleicht eine Strategie, um mir Aufrufe zu generieren. Funktioniert auch ganz gut. Da mache ich nichts anderes wie andere in diesem Geschäft. Frohe Weihnachten. Pfiat.